Mein Name ist Juri Valentin. Ich bin 29 Jahre alt, Oboist und lebe in Hannover. Ich habe mit Gesangsunterricht angefangen, sehr früh, mit 5, 6 Jahren. Erst im Kinderchor gesungen, da hat dann die Chorleiterin irgendwie gesagt, der soll Gesangsunterricht nehmen, soll ein bisschen ja, sich weiterbilden musikalisch, und so nahm das irgendwie alles seinen Lauf. Ich habe Blockflöte gespielt, relativ lang, ich glaube auch, das hört man sogar heute noch, und bin dann erst mit 13 auf die Oboe umgestiegen. Die Entscheidung, Oboe zu studieren, habe ich tatsächlich erst sehr spät getroffen, weil ich während meiner gesamten Ausbildung hin und her überlegt habe zwischen einem Mathematikstudium und einem Musikstudium und dann eigentlich nur aus einem Grundgefühl, aus einer Emotion mich dann für Musik entschieden. Aber das war irrsinnig schwer, da mich für den richtigen Weg zu entscheiden. Und bis heute denke ich eigentlich drüber nach, was wäre, wenn ich damals einen anderen Weg gegangen wäre. Besonders interessieren mich auch die verschiedenen Oboeninstrumente, die es in allen möglichen Formen auf der ganzen Welt gibt. So zum Beispiel der Duduk in Armenien. Und durch besondere Spieltechniken, Griffe, Glissandi, kann man Klänge erzeugen, die plötzlich überhaupt nicht mehr nach der traditionellen europäischen Oboe klingen, sondern nach einem Holzblasinstrument, das gar nicht von dieser Welt ist. Mein Programm trägt den Namen Inner Voices, allein mit sich selbst. Und da geht es um ein Gefühl, was jetzt vor allem in der letzten Zeit sehr vielen Menschen begegnet ist, die Einsamkeit. Ich habe lange gebraucht, um mich neu zu sortieren, zu überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um. Aber andererseits macht es auch Platz, um Neues zu schaffen, um sich Dingen zuzuwenden, für die ich niemals Zeit gehabt hätte im normalen Ablauf. Und dadurch wurde es jetzt auch eine sehr fruchtbare Zeit. Die Kardiophonie von Heinz Holliger habe ich ausgewählt, weil ich tatsächlich an eine Szene aus einem Roman gedacht habe von Patrick Süskind, Das Parfum. Da gibt es diese Episode, wo der Antagonist Grenouille sich für ein Jahr in einer Höhle verkriecht und bis in die letzten Ecken von dieser Höhle kriecht und wirklich danach sucht, was ist seine Essenz. Und jetzt bei einem Konzertprogramm zum Thema Einsamkeit habe ich mich gefragt, was ist die Essenz von Musik? Worauf geht alles zurück? Und das ist meiner Meinung nach im Prinzip der Herzschlag. Und in der Kardiophonie von Heinz Holliger wird der Herzschlag live verstärkt und das Ganze wird zu einem Geben und Nehmen, zu einem in Beziehung setzen von Musik und Herzschlag. Jetzt ist das Stück so komponiert, dass es eher zum Teufelskreis wird. Das heißt, durch die Anstrengung, die man beim Spielen hat, wird der Herzschlag immer schneller. Wenn man sich auf den Herzschlag bezieht, wird das Tempo des Stücks immer schneller. Und das führt dann am Schluss zum Kollaps im Prinzip.
Also ich habe zwei Etüden von Silvestrini ausgewählt. Das erste heißt Ali Mundi, andere Welten. Das andere Stück von Silvestrini heißt Boulevard des Capucines, auch eine Etüde. Und diese Etüde habe ich im Gegensatz zu Holliger ausgewählt, weil sie, so wie der Holliger an emotionale Grenzen geht, an technische Grenzen geht, die so herausfordernd sind, dass man das erstmal gar nicht glauben kann. Das Englisch-Horn-Solo aus Tristan und Isolde ist ein unglaublich radikaler Moment in der ganzen Operngeschichte, weil ja Wagner ein Komponist war, der natürlich die großen Momente immer inszeniert hat, großes Orchester, Dimensionen über Stücke, die Tage dauern, geschrieben hat. Und da gibt es eine Szene am Anfang vom dritten Akt, vielleicht der emotionalste Moment in der Oper, wo Tristan verwundet auf seiner Burg liegt und im Fiebertraum einen einsamen Hirten spielen hört von den Bergen. Und er hört diese Melodie, lässt dahinter sein ganzes Leben ablaufen und dann beginnen sich aber Melodie oder Wirklichkeit und Traum zu vermischen und bei ihm im Kopf vorzuspinnen. Und diese Emotion, dieser Aspekt, den finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Jacques Martin Hotteterre kommt aus einer wichtigen Komponisten- und Instrumentenbauerfamilie vom Hof in Versailles. Und das war tatsächlich die Familie, die die Oboe
im Prinzip entwickelt hat, die moderne Oboe aus der ungezähmten Schalmei entwickelt hat. Und Teter hat eine kleine, aber sehr feine Sammlung geschrieben von Opernarien für ein Solo-Holzblasinstrument arrangiert. Und das ist für mich der Inbegriff von Einsamkeit, wenn man eine Opernarie nicht auf der großen Bühne mit Orchester und Sänger aufführen kann, sondern in dieser Miniaturversion. Und gleichzeitig bilden diese Stücke, ich nehme mehrere Stücke von Oteter, Anknüpfungspunkte an das, was man gehört hat und sollen auch ein bisschen vorbereiten, was im Programm danach folgt. Ich denke, als Künstler muss man sich ständig neu definieren und immer aufnehmen, was einem gegeben wird. In diesem Jahr war das so krass wie noch nie. Jetzt im Moment habe ich den Luxus, die Festanstellung im Orchester zu haben, gleichzeitig aber Kapazitäten zu haben, auch andere Projekte zu verfolgen. Und ich bin eigentlich sehr offen darauf, zu sehen, was kommt und versuche alles mitzunehmen, was mir so begegnet.